Hallo und willkommen zu Part 13 meines Let's Plays. Okay, letztes Mal habe ich hier aufgehört. Eine Situation, die ja, positiv und negativ ist. Also im Norden ist es hier eher negativ, weil beide Provinzen, die einmal mir gehört haben, sind an die Gegner verloren gegangen. Und hier ist es positiv, das habe ich erobert. Und hier ist es auch positiv, das werde ich bald erobern. Und die Provinz habe ich auch schon erobert. Nämlich die Hauptprovinz. Hier allerdings sind die Leute noch nicht so zufrieden, deshalb muss ich noch Garnison und keine Tax-Politik treiben, also keine Steuern eintreiben. Ja, dann hier ist die Lage ein bisschen zwickig. Viele Gegner, die ich eigentlich gar nicht sozusagen aufhalten kann, wenn die jetzt alle zusammen angreifen würden. Was ich allerdings nicht vermute, die werden wahrscheinlich weiterhin meine Gebäude beschädigen und so. Ja, okay. Gut, was kann man jetzt noch tun? Eigentlich sollte ich jetzt bereits die nächste Runde anfangen oder die angreifen. Aber ich werde die nächste Runde. So, jetzt kommt es endlich zum Gefecht, das ich erwartet habe. Das werden wir auch sofort spielen. Trotzdem immer speichern, falls das abstürzen würde. Ja. Gut. Eindeutige Überlegenheit, denn der Gegner hat irgendwie gedacht, boah, Artillerie, ja, da viel zu viel Artillerie. Egal, das wird jetzt bräun. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt einiges übersprungen. Und jetzt werden wir hier auf dem Gefechtsfeld und es regnet in Strömen. Ja. Okay, es ist ja auch Winter. Von dem her. Ziel ist es jetzt wahrscheinlich so schnell wie möglich vorzurücken, um die Artillerie auszuschalten. Natürlich am besten mit meiner Kavallerie. Richtig. Mit der Kavallerie wäre das am besten zu meistern. So. Die werden wir hier aufstellen. Und zwar so. Die da hinten. So. Und den Rest gar nicht. Außer jetzt noch die Kavallerie, die stellen wir hier auf. Beide Generäle. Ja, vor allem den General da hinten. Den eigentlich auch. Ich brauche sie noch beide. Gut. Schnell vorwärts. Die Sicht ist nicht gerade gut. Ahaha. Schlecht positioniert, die Kanone. Gleich schön in meiner Reichweite. Die werden allerdings nicht mehr losrennen. Ho! Das Gebäude unter starkem Beschuss, ja, gut. Das ist in Ordnung.
Nein! Nicht auf meine Kavallerie schießen. Na gut, die werden jetzt sowieso gleich hier sein. Nur die schießen sich gerade selber ab. Was leider wirklich ein großes Problem ist. Oh nein, jetzt schießt meine Artillerie noch rein. Nein! Das kommt jetzt gerade sehr ungelegen. Die sollen sofort fliehen. Ja, sind sie am Fliehen. Meine Kavallerie, die flieht dann auch gleich. Die haben Wahnsinnsverluste. Ja, gut, die haben es erst noch geschafft. Jetzt müssen wir noch die letzte Artillerie finden. Okay, meine Kavallerie soll sich jetzt zurückziehen. Die haben sowieso jetzt verloren. Ach, Mist hier! Na gut, die müssen jetzt noch weg. Gut, jetzt fliehen sie, jetzt kann ich die endlich. Sollte nicht laggen, aber das tut es irgendwie gerade. Das sind ja doch nicht allzu wenige hier. Okay. Dann muss halt meine Reserve doch noch eingreifen. Ein Massenanmarsch. Die sollen flüchten. Forward! Das wollen die aber nicht. Jetzt tun sie es. Gerettet. Ah! Okay. Ah, Kavallerie. Besiegt. Jetzt kommt noch einmal ein Einsatz der Artillerie auf die Jungs hier. So ein regnischer Tag. Oh, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Interessant. Oh.
zu verlustreich von meiner Seite. Die stelle ich jetzt am besten hier hin. Hier noch ein anderes Regiment, das ziehe ich jetzt noch mit. Und die können jetzt neue Formationen machen. So. Die auf dem Hügel, die haben gute Arbeit geleistet. Die Rebellen auf dem Hügel. Die, stopp! Ebenfalls zurück. Ich glaube, es ist jetzt dann entschieden. Meine Artillerie ist unpräzise und schießt in die eigenen Reihen. Das unterbinden wir und hab die jetzt mal abgeschattet. Meine Reserve ist keine Reserve mehr, weil die aufgerieben wird. Okay, das ist gut. Also nein, ist es nicht. Ich habe für diese Schlacht nicht so viele Verluste eingerechnet, wie ich habe. Denn ich wollte eigentlich noch... Ich wollte... Weg, weg, weg. Wieso wollen die jetzt immer Nahkampf? Ich wollte die noch benutzen können, um dann gegen die großen Armeen zu kämpfen, die sich im Süden befinden. Ich wollte da nicht neue Truppen ausbilden müssen. Ja gut, das Wichtigste ist ja, dass noch meine Artillerie steht. So, wenn ich jetzt die noch einsetzen könnte gegen... Jetzt nicht noch schießen oder so, das ich höre Getrampel. Hä? Noch eine Artillerie? Aha. Habe ich doch gedacht, dass die noch Artillerie haben, noch mehr. Gut, okay, dann müssen wir die auch noch ausschalten. Thank you.
soll jetzt. Worauf schießt das? Ach, das schießt auf die Fliege, Leute. Die können jetzt auch aufhören. Gut, die konnten nicht mehr Schrapnell benutzen, bevor sie geschossen haben. Das ist gut, sonst wären meine Männer jetzt nämlich nicht mehr da. Oh nein. Interessante Stimmung, alles so Nebel und man sieht fast nichts. Sound the charge! Die Grafik könnte ich eventuell auch mal ein bisschen hochstellen, die ist jetzt ganz niedrig. So kann ich wirklich sicher sein, dass das Gefecht nicht abstürzt. Ja. Gefecht beenden. Puh, viel zu viele Verluste. Über 1000. Das heißt über die Hälfte. Nein, nicht über die Hälfte, aber fast die Hälfte. Das ist nicht gut. Gut, unsere Stadt wird belagert. Schön. Schlecht. Warum? So traurig. Und noch trauriger. Waren ja keine von meinen Trade-Partnern, also sozusagen keine von meinen Handelspartnern. Tut mir leid, dass ich jetzt schon die englischen Begriffe übernehme. Okay, also irgendwie zerstören die mir jetzt die ganze Zeit. Ich bin froh, dass sie jetzt endlich belagern und nicht da. Das heißt, ich muss in dieser Runde noch angreifen. Oh. Na gut, das wird ein leichtes Spiel. So, was ist meine letzte Amtshandlung? Ich übernehme das hier. Die können sich ergeben. Ja, haben sie. Die sind sogar froh, dass ich da bin. Das ist gut. Ja, ich glaube, das war's für Part 13. Hier muss ich. Ich habe zu wenig Geld, um das zu reparieren. Wie kann das denn sein? Ja gut, wie auch immer. Das war's jetzt für Part 13 und ich verabschiede mich. Danke fürs Zusehen. Nächsten Part werden wir uns dieser Belagerung widmen, die wahrscheinlich nicht allzu schwer sein wird. Dann werden wir uns dem Süden zuwenden. Ich denke, dann ist Anfangs oder Mitte 1864 das Ganze schon vorbei. Ja, und Gatlin braucht noch 2 Züge, wenn die jetzt nicht da alles vermasseln. Was ich auf keinen Fall möchte. Auf Wiedersehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.